Mir hat schon wieder so ein Stift in die Hose. Wieso? Wir fliegen gleich wieder. Nun nimm die blöde Kamera aus mein Gesicht. Und dass du mit dem mitgedacht hast, ne? Der hat mir heute Morgen schon solche Knöpfe an Ohr gequattelt, ne? Udo hat so viel Flugangst. Aber Udo weiß noch nicht, dass die Flugzeuge umgerüstet worden sind am Mantramotor. Ich stell dir mal vor, wir kriegen jetzt einen Auftrag. Ja. Und wir müssen den ganzen Flughafen mit zwei Mann. Mit einer Kolonne mit zwei Mann. Und dann schön Schienen im Boden und abziehen. Das reicht nicht, ja, nur, dass Dietmar dabei ist. Auch Timo ist noch dabei. Du weißt, du, ich hab wirklich Schiss ohne Ende vom Fliegen. Ja, wieso wieder, fliegst du dann weil du mich wieder überredet hast. Du musst mit. Und dir macht das keinen Spaß. Wir müssen ja ein bisschen Spaß haben. Ja, natürlich. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir sind noch nicht mal losgeflogen. Ich mach mich fertig, Junge. Ihr habt Spaß und mir hat so ein Stift in der Hose. Kannst du Englisch? Nee. Kannst du Englisch? Nee. Kannst du Englisch? Nee. Ihr sprecht alle kein Englisch? Nee. Wie stellt ihr euch das denn vor? Du bist ein Übersetzer. Ganz ehrlich, was tun wir, wenn sie sich wieder an? Das werden anstrengende Tage mit euch. Schon mal in Barcelona so was so ein bisschen... Lass mal auf uns zukommen. Wie, du hast noch nichts geplant? Nee, das lass mal auf uns zukommen. Werden wir dann wenigstens beim Flughafen gleich abgeholt? Natürlich nicht. Ja, wie kommen wir denn dann hin? Mal gucken. Ja, wie cool. Erlebnisurlaub. Ja, ich erlebe jetzt die gleich ein. Barcelona. Keine Anfang vom Fliegen, wir sind dabei. Ich werde sowas von bekloppt. Jesus, ne. Oh, Wicke, mach jetzt die Kamera aus. Ich wickel dir die gleich so um den Hals. Echt, jetzt reicht's langsam mal. Ich kann die Kamera nicht halten. Wicke, pass mal auf. Ihr wird gerade vollgetankt mit Super EC. Bleib rein. Freundlichkeit. Manta-Motor ohne Bleifrei, damit er tiefer liegt, das schöne Ding. Und mit schönen Glastüren, damit man die Mantaletten sehen kann. Didi, da geht gerade einer hoch. Wenn einer hoch geht, dann ist immer schön, das ist Qualität. Wir müssen gleich wirklich in nach Eucerin gucken, wenn wir in Barcelona sind. Das ist ganz wichtig. Heißt das auf Englisch und dann gehe ich da in der Apotheke. Ich glaube, Eucerin heißt auf Englisch auch Eucerin. Ja, aber ich muss ja eine Frage stellen. Haben Sie auch Eucerin da? Have you? Vielleicht Eucerin. Have you aus the Eucerin? Da fehlt doch was dran. So, du gehst schön im Flugzeug starten. Das Ding geht schön hoch auf 10.000 Meter. Und auf einmal Motorschaden. Das Ding geht so nach unten. Dann machst du deine Tasche schnell auf und holst dir dann ein schönes Stück Butterkuchen raus. Das ist doch Qualität. Mir bleibt hier. Ihr bleibt so lange hier in Smoking Arena, bis ihr wieder da seid. Wenn der nicht aufhört, ich drehe hier am Rad. Riesenstift im Schlüpfer. Ganz ehrlich, wozu hast du mir wieder verleitet? Du bist doch ein geiles Wochenende. Ja, aber du. Wir werden richtig was erleben, Udo. Ja, ja, das wär, ich sehe es wieder kommen. Wo, was, ich bin putzmunter. Ich freue mich riesig. Das sieht man auch aus meinem Ausdruck ins Gesicht. Also ich bin begeistert, bin ich. Ich bin nervös, aufgeregt. Nee? Das ist Wahnsinn, was ihr alles für mich möglich gemacht habt. Da muss ich mich extra mal dafür bedanken. Udo! Hier vorne gibt's die Hämorrhoidencreme, die du haben wolltest. Die Leute drehen sich um. Hör auf mit so einer Kacke. So lustig. Nee, lustig ist was anderes. Weißt du, was lustig ist? Du hast Dietmar ja gar nicht erzählt, dass du Hämorrhoiden hast. Das muss ich doch wissen. Das muss ich doch wissen, ich bin doch auch sein Trauzeuge. Der muss mir doch mal ein bisschen von seinen Sachen erzählen, was er alle hat für Krankheiten. Der hält ja alles geheim. Katastrophe ist er mit Udo, das muss besser werden. Ich habe gerade wieder einen Panikanfall gekriegt. Ich dachte, ich habe mein Portemonnaie und alles verloren. Nee, das hast du doch Timo in der Hand. Ja, ich war da gerade eben wieder alles verloren. Ja, ja. Hier, nimm das jetzt. Mach das Handy aus und konzentrier dich auf deine Sachen. Ja, aber ich dachte, ich wäre weg gewesen. Aber Udo, ja. Das ob ich das Portemonnaie mit habe oder nicht, du bezahlst ja eh, oder? Ja, Arschlenker. Konzentrier dich immer auf A37. Fängt schon wieder gut an mit ihm. Nur Stress hier, weil er nur am Film ist. Wir sind 7 Stunden früher hier, ne? Und sind jetzt schon wieder auf den letzten Drücker. Die rufen uns die ganze Zeit auf. Das ist nach 2 Stunden in der Räucherbude. Wir fühlen uns wie in die Aale, weißt du, wenn Aale geräuchert sind. Was ist los? Nichts ist gar nichts. Gar nichts ist los. Ihr geht jetzt gerade ein bisschen so komisch. Udo ist ein bisschen nervös, er hat ein bisschen Flugangst, aber das macht nichts. Haben wir ja schon eben alles besprochen. Das Ding geht schön hoch gleich. Ne? Schöne Manta-Motoren drin. Ölwechsel, alles ist gemacht worden. Naja, dann geht das Ding gleich schon hoch. Ich werde bemuttert.
du auftauchst, gibt's Ärger. Da muss Personal kommen und ich dir wegschicken. Oh, die Düse an. Dann bist du schon wieder so rum. Nur am Meckern. Nur am Meckern. Udo. Ja, ich mache dir noch ein paar Maulwürfe hin, ne? Auf dem Fußballplatz. Udo, ja. Guck eben. Da sind ein paar Löcher im Triebwerk. Wollen wir eine rauchen? Du hast so einen Sockenschuss, hast du nicht. Du denkst dran, wie man Eucerie kommt in Barcelona, ne? Jungs, Barcelona Airport, das sind wir. Das ist Qualität. Ihr haltet schon wieder den ganzen Verkehr auf. Die Motoren, die waren eingestellt, du fahr die. Da muss ja alles passen mit der Luftmischung. Ja, der einfach von der Kerosin, der hätte ich super eingestellt. Hätte ich so nur. So, das Erste, was wir machen, ist Eucerin finden. Das ist wichtig für die Haut, das habe ich ja eben schon erklärt. Und dann müssen wir schon im Mittelmeer baden. Der kleine Wurm, der muss auch gebadet werden. Das ist wichtig. Können wir mal alle am Arsch lecken mit den Eucerin? Und wir suchen jetzt erstmal den Ausgang, damit wir rauskommen. Access. Wo? Da müssen wir lang. Da habe ich Udo gerade gefragt, wie viel Schubkraft die Maschine wohl hat. Ja. Und er sagte Udo zu mir, die Faust, die hat gleich Schubkraft. Das ist nicht mehr. Udo, hast du ihn gedroht? Ja. Barcelona! Können wir nicht mitreden als Bremen-Fans? Nee, das stimmt. Im Moment noch nicht, aber das wird ja noch kommen. Nee, wir haben da ein paar Spieler, habe ich gehört, im Petto, die wir in der Winterpause verpflichten. Ich habe auch den Namen Jesus schon wieder gehört. Udo, wir sind jetzt gerade da. Udo ist schon wieder auf 180, weil du jetzt gerade schon wieder weg warst. Ich habe ein Auto gemietet. Ja, ohne was zu mieten. Du haust einfach so ab und wir stehen hier und wissen gar nicht, wo du bist. Ja, das bist du. Und dann ist uns. Wir müssen richtig eine Kolonne her schicken. So, was ist? Und uns aufgefallen ist uns gleich, guck mal, der Kid. Da fehlt aus dem Fenster und wir haben noch so viel Arbeit hier, da muss ein Jahr versiegelt worden. Alles keine Qualität. Dann ist ja mit dem Kind ist uns aufgefallen, wenn man diese Fensterfront sieht, wir müssen das versiegeln, wir müssen Silikon haben. Weil du lautest, was scheiße versiegeln. Mindestens, ich sag mal, wenn ich das Gebäude so sehe, so 10.000 Tuben. Wir wollen jetzt los, wollen wir? Ey, weißt du was, wir können gleich einen Rückflug wieder antreten. Da kann ich sagen, wo warst du denn? Ja, Barcelona, Flughafen, da bin ich nicht gekommen. Weil ihr beiden nur am kannst du am Händler hier, wo wir das kriegen können, Silikon? Ja, müssen wir gleich gucken. Wie viele Tuben brauchen wir denn? Ja, mindestens 10.000, sag ich mal. Wir müssen die Leute fragen. Jetzt hört auf. Ja, das ist ja Wahnsinn, Udo. Komm doch mal her, was du da hast. Udo, kannst die Kiste suchen. Udo, Autohändler ist in einer anderen Richtung. Da müssen wir hin. Herz, hast du bestimmt. Six. Satan, nochmal. Udo ist gar nicht so begeistert, aber Timo und ich, wir haben schon die ersten Ideen. Also wir können schon einiges machen. Pflasterung, Flugplatz, Landebahn. Dann Fensterfront, neu silikonieren. Ungefähr 10.000 Tuben müssen wir haben. Aber erst brauchen wir Eucerin. Eucerin ist das Allerwichtigste. Das muss man jetzt besorgen. Weißt du, was das Allerwichtigste jetzt ist? Dass wir endlich zum Auto kommen und hier wegkommen. Verdammte Scheiße. Hör jetzt auf. Dann hole ich gleich noch eine Batterie voll Baldrian in den Mord. Billy, wir sind jetzt 4 Meter weit gekommen. Dann seid ihr schon wieder am Quatschen. Ja, aber Dietmar hat noch was gesehen, Udo. Pass auf. Jetzt müsst ihr mal in die Straße bekommen. Also da würde ich sagen, da darf man mal eine neue Teerdecke drauf. Da haben wir schon wieder ein Projekt. Also muss man dann gleich mit der Kamera auf die Straße. Da sind einige Löcher drin. Wir kennen das in Deutschland ja auch, sind wir das ja auch gewohnt. Aber hier kann man das Feld dann auch auf. Also hier muss was gemacht werden. Da packen wir an. Udo, wo willst du hin? Pferdekutsche gemietet. Siehst du die irgendwo stehen? Nee. Du bist so ein Hochfrittenkörper, bist du. Das ist ein bisschen wärmer als gedacht hier, ne? Ja, aber es wäre jetzt mal schön, wenn wir jetzt zum Auto kommen. Pferdekutsche, da war es gar nicht. Die waren nur Barcelona, ehrlich. War wohl dann. Ey, ich sag dir, ich sag's euch jetzt schon, wir müssen 25 Minuten zum Hotel. Und ich gebe dir jetzt schon Garantie, wir brauchen 4 Stunden, dass wir da ankommen. Irgendwann stehen wir da oben auf dem Berg. Was ich euch sagen, mit dem Udo, Parking Slot 8. Wer hat die Autoschlüssel? Nee. Wo sind die Autoschlüssel? Die hast du doch. Nee. Ja, doch, hier oben. Und Portemonnaie liegen lassen. Dass du überall ein Kindermädchen brauchst, weil du deine Sachen weglegst und nicht wiederfindest, dann knall ich dir ein. Brauchst du wieder Baldrian im Morgen? Nein, er soll mein Portemonnaie geben, tue ich hier jetzt rein. Los!
Oh, du bist komplett aufgedreht. Ich muss Beruhigungstabletten behalten, das ist super. Trinken? Ja, wenn wir irgendwann mal ankommen, können wir gerne mal was trinken. Navigation. Aber Navigation, da bist du richtig. So, und jetzt? Mein Fest doch erledigt. So, und nun holst du den Berg geben. Nun lass ihn das eben vernünftig eingeben. Als ihr nur Scheiße zu labern, verdammte Scheiße. Und dann sagen wir anschließend, das kommt mir aber spanisch vor. Wir kommen hier näher. Wenn wir aber wieder in Stichfelde sind, dann kommen wir aber spanisch. Wie die Emburg jetzt, warum mein Konzentriert? 13 Kilometer. Meinst du, ich kann rückwärts durch Barcelona fahren, dabei nach vorne gucken? War doch eine schöne Fahrt. Ja. Oder nicht? Ich bin begeistert von dir. Ich habe ganz schöne Fahrt, top. Also muss ich sagen, ich hätte nie mitgerechnet, dass du so in Barcelona Auto fährst. Schier. Wunderbar. Also aber wir haben schon wieder so viele Baustellen gesehen. Aber was wir gesehen haben, die Baustellen, was wir noch alles machen müssen. Und vor allem, und wie viele Einwohner? 1,7 Millionen Einwohner Barcelona. Wie macht man den jetzt zu, den Moped? Doch alle Knöpfe einmal. Ich soll alle Knöpfe einmal drücken. Weg hier wieder. Was ist denn? Ach, können doch nicht hier einfach, wo die Autos runterfahren, hochgehen. Guck mal, wir haben hier gar nicht hoch. Was ist? So, Didi, der kriegt heute erstmal Klebeband auf den Mund. Der ist nicht eine Sekunde still. Denk ihm dran, Wilke, wir müssen erst nach Eucerin kaufen wegen meiner Haut. Ach, war ein Zufall, bist direkt neben mir. Ich hab mal gerade eine Tür da rumgedrückt, da kam da eine Frau raus, guckt total entsetzt. Wir treffen uns in einer. Ich schreibe gleich in die Gruppe. Prost. Na, meine Frau, also ich, wir haben schon das zweite Bier, Wilke, ne? Ja, morgen kein Geld mehr. Mein Plan für heute ist ja, sachte an, gleich ein bisschen rumlaufen, schön was essen, ja. Später ins Bett gehen, noch ein paar Leckerlis, ein bisschen Naschi-Naschi und morgen machen wir dann Entdeckungstour. Stadion, ja. Barcelona. Genau. Einen Moment, denk bitte dran. Oben auf dem Zimmer hast du eine Bar. Lies erst den Zettel durch, bevor du deine Bar wieder leer sollst, so wie in Hannover. Und wo du sagtest, kannst du mir meine Karte mit dem abgeben und ich da 35 Euro für deinen Scheiß, was du alles leer gefressen hast, da bezahlen musste. So machen wir das. Ja, und weißt du, was ich noch gesehen habe? Nee. Im Zimmer? Nee. Dominik, fahr ich hier, wo? Hier. Da musst du rein, da gibt's Ozrin. Das ist aber Sierra Vera. Sierra Vera, das müssen wir da mal gucken. Ozrin kann ich jetzt. Frag doch so nach, du sprichst doch Spanisch, oder nicht? Ja, ich spreche Spanisch, ich frag gleich mal eben. Ich kann so einen Pilz bestellen. Wenn die keine Ozrin haben, dann sagen wir 4 Pilze. Wir haben Ozrin, aber nur die großen Flaschen. Die kriege ich ja nicht mehr nach Hause hin. Die müssen auch in klein haben, aber da ist was. Guck hin. Hola. Hola. Eucerin. Si. Lucian, auch in small. Small? This is the smallest we have. It's the smallest. Mm-hmm. No, also small or not? No. Oh, weil ich habe mein Eucerin bei der Flug und dann muss ich abgeben. Wegschmeißen. Nimm die große. Nee, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Dafür ist das zu schade. Du kannst das mitnehmen, das schaffst du. Wenn du das nicht. Nee, wie denn? Ja, dann im Paket. Nee, das kriegst du nicht mit. Produkt. Ähnlich Produkt. Pequeño. Nur in small. No. Como este, no. Not. No. Not. Schade. This is a cream. Ist es auch hier fürs Gesicht? Yeah, it's for face and for body. Ach, für face and for body. Mhm. You. Dann probieren wir das mal aus, würde ich sagen. Probiering this cream aus. No sé qué está diciendo y me está... Ya... Ich bin extra nicht mehr reingegangen. Ich kann nicht mehr. Jungs, hier, das ist mal keine Eucerin. Das ist mal aber hier, das ist Derma. Das ist auch sehr gute Qualität, Derma, Hightech. Hier, und vor allen Dingen small. Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ihr weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Da kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Kennt wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee, Sonntagmorgen. Wo ich normalerweise mit Wildchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch einen Trecker rausholen, oder was? Sonntag morgens hier einen Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Also ey, weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Das ist so was Blödes habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt fahre ich hier durch Auto. Ich fahre durch Auto. Hier, Auto. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken.
und Daumen nach oben lassen für so was Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, ja, Gott, nochmal. Die ganze Scheiße hier. Jetzt geht der jetzt in die Garage. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstützt ihr unseren Verein mit. Also, ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause. Ich will mein Mädchen frühstücken. Nein. So was bescheuert, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier?